Hallo liebe Klemmbausteinfreunde, ich bin Axel von Steinreich TV und ich habe euch heute ein Aufbauvideo zu einem Modular. Und zwar bauen wir von der Leier dein Classic Shoe Store. Der ist, meine ich, im letzten Jahr erschienen. Leier hat da eine ganze Reihe von Modular Buildings auf den Markt gebracht. Und leider muss ich sagen, haben sie da offensichtlich nicht so sehr Erfolg gehabt. Im Moment konzentrieren sie sich auf Technikmodelle vor allem. Leier verwendet Gobrix-Steine, wie viele andere Hersteller, wie Mode King, wie Super 18K, wie... Ja, es sind ja inzwischen einige. Und die hatten eine ganze Reihe von Modulars angekündigt. Davon sind, meine ich, 5 erschienen. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber so ungefähr. Also das Havana Café, der Classic Shoe Store, der Bookstore, Ja, mir fällt es gar nicht ein. Also jedenfalls sind ein paar erschienen. Das Havana Café habe ich gebaut. Das ist hervorragend, das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe nochmal eins gebaut, es fällt mir gerade einfach nicht ein. Das war so ein halbbreites Haus. Und ja, jetzt habe ich den Classic Shoe Store hier. Ich habe den Bookstore auch noch oben im Baustau. Der Classic Shoe Store ist genauso wie die ganzen anderen Modulars von Leier leider eine Kopie von einem Mock von Bricative. Da würde ich dann als Kompromiss empfehlen, einfach dort die Anleitung zu kaufen. Die kostet, meine ich, $22. Also sie ist nicht ganz günstig, aber man kann sie da kaufen und kriegt dann dafür dort die Anleitung. Ich baue es nach der gedruckten Anleitung, weil mir gedruckte Anleitungen grundsätzlich lieber. Gut, um was geht's denn? Der Classic Shoe Store. Schauen wir mal hier kurz die Anleitung an, die ist ein bisschen gebogen. Die Verpackung, das Set ist speziell, würde ich mal sagen. Ich zeige euch gleich, warum ich das meine. Wir haben die Setnummer 1000 oder 10.005 und wir haben über 4000 Teile. Also wir erwarten hier auf normaler Modulargröße sehr viele Details. Auf den ersten Blick, wenn man so das Gebäude anguckt, es sieht jetzt nicht so wahnsinnig aufregend aus. Aber ich hoffe einfach, dass es wie bei den anderen Bricative Designs so viele schöne Details gibt, dass die etwas einfache Fassade nicht so sehr ins Gewicht fällt. Hier auf der Rückseite von der Anleitung habe ich dann auch schließlich das Modular gesehen, das ich gemeint habe, die 1003 hier. Der Eiscremeladen, der war auch wunderschön. Den habe ich auch schon gebaut. Habe ich den euch vorgestellt? Ich glaube, den habe ich euch vorgestellt. Habe ich den euch vorgestellt? Oh mein Gott, ich bin schon alt. Mein Gedächtnis kriegt Lücken. Auf jeden Fall, ich habe ihn gebaut. Und wenn ich ihn euch nicht vorgestellt habe, dann ist es blöd, weil den habe ich verkauft. Aber ich würde sagen, schaut euch dieses Ding auch an. Das war auf jeden Fall ein schönes Modell und wie gesagt, das Havana Café hier, das ist ein absolutes Traumset. Das gefällt mir wahnsinnig gut, einfach von den Farben und der Verspieltheit auch wieder. Das ist ein ganz tolles Set. Aber ich würde jetzt sagen, ich wechsle die Kameraperspektive und wir werfen gemeinsam einen Blick in die Anleitung. So, da haben wir sie, die Anleitung von unserem Classic Shoe Store von Bricative bzw. von Leier. Wir haben das Set mit der Nummer 10005. 8 bis 14 Jahre werden hier empfohlen. Wir haben 4087 Teile. Größe haben wir 26x25x32, also 32 wird die Höhe sein. Und wir haben 25 mal 25,5 theoretisch, wenn es halt eine normale Grundplatte ausfüllt, die ich hier habe. Die hat hier die hat ein bisschen Schaden abgekriegt beim Transport aus China.
Aber gut, da müssen wir durch. Die werde ich aber verwenden. Die sieht eigentlich so noch ganz okay aus. Also, wir haben hier eine doch richtige Anleitung. Und wir haben ja auch über 4000 Teile. Wir haben die letzte Seite ist 175. Wir haben hier Anleitung für 6 Minifiguren. Die werden da wohl dabei sein. Da scheinen mir diese muskulösen mit breiten Schultern zu sein, mit breitem Oberkörper. Also eine leichte Abwandlung gegenüber der Lego-Figur, aber sicher nicht genug, um hier vor irgendwelchen Zöllnern geschützt zu sein. Wie viele Bauschritte haben wir? Das wissen wir nicht, weil die offensichtlich bei jedem Bauabschnitt neu anfangen zu zählen. Schauen wir mal, bereits gebautes wird komplett ausgegraut. Neue Bauschritte sind farbig dargestellt. Wir haben, wenn ich das so richtig sehe, 6 Bauabschnitte. Genau, dann wird es fertig. Also wir haben 6 nummerierte Tüten. Wird es denn mal gedreht, das Modell? Ja, das wird auch gedreht, oder? Ja, das wird auch gedreht. Also das kommt schon auch vor. Es gibt ja durchaus auch Anleitungen, wo das Modell gar nicht gedreht wird, wobei das manchmal die Übersicht erschwert. Wenn es zu viel gedreht wird, ist auch nervig, aber gar nicht gedreht ist auch anstrengend. Wir haben hier ein paar Aufkleber drin. Auf den ersten Blick nichts, was ich vermissen werde, wenn ich es nicht aufklebe. Hier ist ein Geldschein. Aber ansonsten, ich glaube, die lasse ich einfach weg. Die lasse ich einfach hier drin kleben. Die brauchen wir nicht. Und hier sehen wir auch, dass wir 6 Bauabschnitte haben. Hier ist es nochmal in der Übersicht. Also gut, jetzt wollte ich noch kurz auf die Steine, auf die Verpackung eingehen, weil ich das ja schon gesagt habe. Ich habe das Set zusammen mit einem anderen in einer Kiste gekriegt. Die war eigentlich gar nicht so fürchterlich groß. Das habe ich zusammen mit dem Classic, mit dem Bookstore bekommen. Und ja, jetzt habe ich die Kiste mal aufgemacht. Ich habe noch gar nicht so richtig reingeguckt. Und jetzt habe ich festgestellt, innerhalb dieser Kiste sind die hier einfach in einem Müllbeutel drin, die Tütchen. Das finde ich jetzt, ja, so habe ich es noch nicht bekommen. Ich habe die schon in extra Tüten verpackt, schon mitgekriegt, aber hier in Müllbeuteln drin verpackt, um zwischen den Sets zu differenzieren. Das hatte ich bisher noch nicht. Also so eine klassische Mülleimer-Mülltüte, eine recht große halt. Also gut. Wir haben hier nummerierte Tüten, wir haben Gobricksteine. Ich würde sagen, ich schütte einfach mal alles aus und dann sortiere ich die Bauabschnitte mal auseinander und dann würde ich auch gleich direkt anfangen zu bauen, mache meine Fotos und ich melde mich dann spätestens zum Ende des ersten Bauabschnitts wieder bei euch. So, jetzt habe ich gerade mal hier noch die Tüte mit den Minifiguren rausgeholt. Die sind alle schon aufgebaut hier. Nur es fehlen noch die Frisuren, wo die drin sind, habe ich keine Ahnung. Aber die Figuren sind alle ziemlich einfach gehalten. Die einzige Figur, die einen Druck auf der Rückseite hat, ist der Polizist. Der hat hier nochmal einen Druck. Die anderen sind hinten alle blank. Ja, die sind jetzt nicht besonders der Rede wert. Die können weg. Auch noch dabei haben wir hier so eine Tüte mit Leuchtsteinen hier zum Andrehen. Die sind bei allen Liar Modular Buildings dabei gewesen. In den Neuauflagen haben sie die wohl allerdings weggespart. Ich glaube sowieso, dass Liar mit diesen Modular Buildings nicht ganz so erfolgreich war, dass vielleicht da der Markt übersättigt war, dass die nicht die Erwartungen erfüllt haben oder zumindest Liar mit den Technikmodellen dann doch mehr Erfolg hatte, weil die angekündigten Modelle sind ja,
Es sind einige angekündigt gewesen, von denen aber bisher keine weiteren mehr erschienen sind. Also gerade diese erste Welle und dann war Schluss. Ich habe übrigens immer vom Bookstore gesprochen, aber ich meine, es ist einfach ein Bicycle Store. Es gibt einen Bicycle Store von Liar und keinen Bookstore. Da müsste ich mich jetzt sonst doch täuschen, aber ich bin, also den Bicycle Store gibt es auf jeden Fall. Den habe ich auch in meinem Baustau. Nicht den Bookstore. Den gibt es meines Wissens dann doch nicht. Also es gibt auf jeden Fall diese vier Modelle. Dann habt das Havanna Café, den Bicycle Store, den Eisladen und eben hier den Shoe Store. Also gut, so. Das hier ist Bauabschnitt 1, die Tüten. Die packe ich jetzt auf und dann geht's endgültig los. So, da haben wir ihn fertig, den ersten Bauabschnitt unseres Shoe Stores. Wir haben hier jetzt, jetzt muss ich mal gucken, wo hier vorne und hinten ist. Das ist hinten, hier ist vorne. Okay, war ich mir gerade nicht ganz sicher, wo vorne und hinten ist. Hier ist vorne. Wir haben jetzt hier so eine Werbetafel gebaut. Da gehören natürlich Aufkleber hier drauf. Was das ist, weiß ich noch nicht. Vielleicht eine Schuhputzstation oder so. Hier der Eingangsbereich. Hier diese Konstruktion aus so Schraubenschlüsseln und Stangen und Zeug, das ist ein bisschen fitzelig und blöd. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Das sieht jetzt auch, zumindest wie ich es gemacht habe, nicht gut aus. Dann haben wir hier so Trans Clear, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Hilfe. Ich nenne es mal Panels. Ob es welche sind, weiß ich nicht. Ja, dann haben wir hier so eine Wand, die man herausnehmen kann zum besseren Reinschauen ins Set. Was hier genau verkauft wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es hat auf jeden Fall was mit Farben zu tun. Hier sind irgendwelche, vielleicht ein Stoffladen, hier sind irgendwelche Rollen oder so. Das könnte sein, irgendwie sowas wie ein Stoffladen. Da hinten sind noch mehr Farben. Hier geht eine Treppe nach oben. Eine schwarze. Machen wir hier wieder zu. Hier der Eingang ist hier hinten. Und hier haben wir nochmal einen Eingang. Hier stehen ein paar Boxen rum, die lagern da. Ansonsten passiert da hinten nicht viel. Was das hier ist, weiß ich nicht. Gehört da ein Aufkleber drauf? Das weiß ich auch nicht. Hier haben wir ein bisschen Grünzeug, eine Mülltonne oder sowas. Und ja, soweit sind wir. Hier haben wir einen schönen gefliesten Weg hier nach hinten, der zwischen den Gebäuden hier durchgeht. Ich weiß nicht, ob das dann hier überbaut wird. Ich meine, das wird überbaut. Und bisher ist das, was wir gebaut haben. Hier beim Bauen dieser Fassade hier am Schluss, beim Überbauen, da ist mir das Set zweimal auseinandergesprungen, weil ich hier Druck aufgebaut habe und dann ist mir das entgegengekommen, weil von hier unten bis hier oben ist praktisch nur eine Säule, die nach oben ge geht und dann haben wir hier so einen Überhang und wenn man dann hinten hier drauf drückt, dann knallt einem alles nach vorne weg.
Da muss man dann halt mit etwas mehr Vorsicht bauen. Ich habe mir ein bisschen meinen Finger dabei verletzt. Hier einen schönen Kratzer mir zugezogen. Aber ja, das kommt hin und wieder mal vor. Meistens eher beim Zerlegen von Sets, wenn es etwas fester alles angebracht ist und man zum Beispiel Fliesen weghebeln muss oder so, dann kann es auch schon mal passieren, dass man irgendwo hängen bleibt. Also bisher finde ich das Design ganz hübsch. Also so die Inneneinrichtung hier vom Laden und auch diese Front hier mit diesen Fensterscheiben, die finde ich eigentlich ganz nett gemacht. Was jetzt nicht so wahnsinnig toll ist, ist, finde ich jetzt die Treppe, das Treppendesign, die Wendeltreppe. Die machen mir eigentlich nie so Spaß, die da aufzubauen. Ist halt immer ein bisschen filigran. Und das Zeug hier, also das hat mich ein bisschen genervt. Weil das so richtig auszurichten, dass es das auch wirklich passt. Und hier, dass die sich nicht gegenseitig wegstoßen und so. Das ist gar nicht so einfach. Hier sieht man es auch, hier stoßt es aneinander. Wenn ich dann das ein bisschen nach vorne drehe und das ein bisschen darüber und nee, das macht mir jetzt nicht so wahnsinnig viel Freude, der Teil von der Front. Der Rest ist super, der gefällt mir, aber das ist für mich der größte Kritikpunkt. Da bin ich einfach nicht zufrieden, so wie es aussieht, und ich weiß jetzt aber auch nicht, ob ich es irgendwie besser hinkriege oder nicht. Da gucke ich einfach nachher nicht mehr hin und dann ist es hoffentlich gut. Wir haben noch ein paar Teile von unseren Tüten übrig. Wir haben jetzt hier jede Menge von diesen durchsichtigen Panels noch. Wir haben hier eine Treppe, ein paar Frisuren und andere Sachen. Ja, und hier haben wir noch so eine Menge von diesen Gussrahmen. Da haben wir hier innen drin ein paar Teile gebraucht. Da unten ist noch eine Noppe, da sollte eigentlich auch was drauf, aber da habe ich kein passendes Teil hier in den Gussrahmen gefunden. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Ich habe gedacht, ich hätte ein passendes Teil rausgemacht, aber da gehört ein gelbes Teil hin, aber da habe ich keins mit einer Noppenaufnahme. Ja, da ist ein gelber Schmetterling abgebildet. Zumindest so habe ich es interpretiert auf der Anleitung. Aber ich habe da unten eine Noppe und kein Loch. Von daher kann ich den da nicht drauf machen. Vielleicht findet er sich noch an und ansonsten, man sieht es da unten ja kaum. Da unten drin, das unterste Teil unter den rosa Herz. Ist nochmal eine freie Noppe. Ob da jetzt was drauf ist oder nicht, das ist mir egal. Also gut, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach weiter mit Bauabschnitt 2. Vielleicht taucht dann das Teil noch auf. Bauabschnitt 2 ist hier das Erdgeschoss plus hier die Überdachung von diesem Durchgang hier und der Abschluss praktisch des Erdgeschosses. Dann haben wir hier oben überall Fliesen drauf und wir sind hier mit dann fertig. Und dann geht es in Bauabschnitt 3 weiter mit dem ersten Obergeschoss. Damit haben wir jetzt fertig den zweiten Bauabschnitt von unserem Classic Shoe Store von Lyrael, wie auch immer die Firma heißt. Das ist immer nicht ganz klar. Wir haben jetzt hier diesen Gang, diesen Durchgang überdacht oder zumindest so halbwegs. Also hier ist immer noch offen.
Aber wir haben jetzt das Erdgeschoss praktisch fertig gebaut und hier dieses rechte Gebäude ist hier gerade entstanden. Wir haben hier wieder eine herausnehmbare Wand, dass wir auch hier reingucken können. Was diese Lichter hier bedeuten, ich weiß es nicht. Was damit gedacht ist, hier haben wir einen Vorhang, der ein bisschen gerade runterhängen sollte. Hier haben wir eine schöne Sitzecke mit zwei Ohrensesseln und einer Deckenlampe, die hier runterhängt. Ansonsten hier haben wir ein Regal mit irgendwelchen Töpfchen drin. Also das ist hier kein Schuhladen, würde ich sagen. Dann muss das da drüben ein Schuhladen sein, aber da gibt es irgendwie Stoffe und keine Ahnung. Also einen Schuhladen habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht entdeckt. Das scheint mir eher so ein Schneider zu sein. Deswegen ist da ja auch eine Schere. Hier haben wir hinten haben wir eine Waschmaschine, die sehen wir nicht so richtig. Da ist eine Tür da hinten. Hier sehen wir sie. So im Schatten kommt sie raus. Die hat einen grünen Rettungsring als Bullauge. Das ist ein bisschen seltsam, die Farbwahl, aber okay. Ja, ansonsten Bautechniken und so sind interessant. Es sind jetzt ein paar nette Sachen dabei. Aber also die Steine sind hervorragend, die Türen klappern nicht. All das, was man sich eigentlich so wünscht. Und das Design, das ist schon sehr nett. Die Lampe, die wir hier gebaut haben, die ist schon recht filigran. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man die nicht umzimmert, immer wenn man dagegen kommt. Und hier haben wir eine schöne Fensterfront. Die Scheiben sind ziemlich gut von der Qualität her. Die waren auch in einem extra Tütchen drin, sodass sie nicht verkratzt werden von den anderen Teilen im Set. Das ist eigentlich ganz schön, weil das Ergebnis spricht für sich. Hier die Tür, die hat vor allem Fingerdabber, so wie es aussieht, und ein paar kleine Kratzer, würde ich sagen. Hier hinten haben wir noch eine Feuerleiter oder so, aber die ist hier fest installiert. Also die haben wir hier fest und da oben fest. Ist also keine der klappbaren Varianten, die es in manchen Häusern gibt. Oh, da fällt mir jetzt gerade hier auf, das finde ich eigentlich eine ganz coole Einsatz von Eimerhenkeln. Hier. Das sind Eimerhenkel, die hier so eingeklipst sind, so als praktisch als Rahmen für diese Schere. Der Pin hier, der sitzt etwas locker, der wackelt hier ein bisschen rum, der dreht sich, da muss man halt ein bisschen aufpassen, dass man den nicht umstößt. Aber ansonsten finde ich es echt schön gemacht und hier ein nettes Detail an diesem netten Gebäude bisher. Wie gefällt es denn euch bisher? Gefällt es euch? Fehlt euch was? Ist es blöd? Ist es langweilig? Schreibt es da unten in die Kommentare, würde mich freuen zu lesen, was ihr davon haltet. Mir gefällt es bisher eigentlich recht gut. Es ist jetzt noch nicht ganz so aufregend detailliert, wie man es vielleicht denken könnte. Aber ich meine, auch schon hier, es sind schon der Weg hier zum Beispiel, der gefällt mir sehr gut. Und dass der Weg hier so überbaut ist und Durchgang hier durch das Gebäude, das finde ich immer sehr schick. Das hat irgendwie was, das gefällt mir. Außer über Kommentare freue ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben oder gar ein Abo für meinen Kanal. Das freut mich immer besonders. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video und schaut beim nächsten Teil wieder rein. Und ich sage Tschüss, bis dahin, euer Axel von Steinreich TV.